Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten aka Toto beim Clan, True Warriors und dem Spiel Clash of Clans. Wir sind wieder im Clankrieg. Ich freue mich, dass es diesmal eine richtig gute Partie gibt, denn wir spielen gegen einen deutschen Gegner, Ketes Gruppe. Ich habe es gestern etwas zu spät gesehen. Meine Folge war leider schon komplett durch und auch hochgeladen. Wir haben ja etwas später erst den Gegner gefunden, aber Ketes Gruppe ist ein richtig guter Clan. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt. Zu Recht sind die relativ voll. Zu Recht haben die sicherlich auch den Clan Level 11 schon erreicht. Und was ich besonders nett fand, das finde ich wieder mal sehr sportsfair und sehr teamplayig. Wir grüßen ja eigentlich unseren Gegner. Nicht immer, aber zumindest das Good Luck in War steht bei uns immer. Aber diesmal mit viel Erfolg geht es Gruppe. Und die Jungs und Mädels haben uns zurückgeantwortet. Das finde ich sehr fair und sehr sportlich, also das, dann hat man natürlich auch richtig Lust auf einen Clankrieg, denn das ist ja letztendlich ist es ja nur ein virtuelles Battle und wir haben zwar leider mal wieder unten zwei Rathaus Achter, da wir ja nur drei im Clan haben, macht aber nichts, das kompensieren wir sicherlich irgendwo wieder, aber ich denke mal, das wird ein richtig spannender CK hier und vor allen Dingen, was besonders schön ist, man kann die Namen alle lesen, ja, das ist der Schmöli, glaube ich, BVB 09, also alles richtig epische hier. Komischer Keks, das ist glaube ich der Hund von Fritz Fuchs aus der Serie Löwenzahn. Also man kann sich hier mit diesen Namen dann auch identifizieren. Mal sehen, ob wir heute Abend oder morgen Abend einen Kampf sehen, Lukas gegen Lukas. Denn auch unser Lukas, glaube ich, ist mit im Clankrieg dabei, jawohl. Und hätte ich schon fast die Clan-Book-Truppen gezeigt, aber ich glaube, dass schneide ich gleich einfach raus. Und ansonsten Kettlebell, Michel, Janis kann es und Chaos Kid kann es sicherlich auch. Und last but not least Battle Cat, richtig coole Truppe. Ich freue mich, dass wir gegen den deutschen Clan hier spielen kommen. Das ist ja eher selten, dass sich zwei deutsche Clans treffen, es sei denn, man hat vorher Absprachen getroffen, drückt gleichzeitig das Knöpfchen und dann geht das los. Ich denke mal, dass sich vielleicht einer der von Ketes Gruppe bei mir schon im Kanal verirrt hat. Und vielleicht kann man mir in die Kommentare schreiben, ob ich von diesem CK was zeigen soll. Weil in der Regel zeige ich weniger unsere Devs, sondern eher die Angriffe. Die Angriffe würden dann aber diese Bases hier preisgeben. Ich weiß, der nächste Gegner, irgendein Inder oder irgendein Iraner, der wird sicherlich nicht auf meinen Channel gucken und nachgucken, gegen wen haben die denn gespielt. Und zufällig ist es der Gegner von Ketes Gruppe, aber ich würde mir hier einfach tatsächlich unter Umständen einfach mal das Einverständnis einholen, die damit einverstanden sind, denn vielleicht ist das unangenehm, dass man ausgerechnet seine Base gerade im Video sieht, die da total auseinandergenommen wird und dann sieht man auch die Def und so und das möchte man ja vielleicht nicht bei den ausländischen Clans, kann ich in der Regel nicht nachfragen, aber hier ist es ein ganz klarer deutscher Clan, da kann man ruhig mal fragen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, irgendeiner hat sicherlich schon mal, hat sich bei mir im Kanal verirrt, hat mal ein bisschen geguckt, was machen denn die Warriors eigentlich und vielleicht findet man sich da wieder und identifiziert sich damit. Was wir aber noch machen wollen, bei mir in der Base ist ja relativ langweilig, Updates laufen mehrere Tage, nächster Bob tatsächlich erst in einem Tag 3 Stunden frei, Lager immer voller und nicht nur die Lager, sondern auch diese Lager hier, wenn das rote denn jetzt gleich mal weggeht, werden immer voller. Wenn ihr das wollt, kann ich auch gerne etwas mehr Rathaus 9 zeigen oder auch Rathaus 8. Also bis dahin gehen meine Chars runter. Dann kann ich auch ruhig mal wechseln, mache ein paar Rathaus 9 Sachen. Spreche sicherlich noch ein paar Sachen mal an. Ich habe noch ein paar Ideen, was sicherlich auch nicht viele wissen oder wie man beispielsweise Update-Strategien entwickelt. Und bereite mich aber vor auf das neue Event, was zwar erst in einem Tag 12 Stunden startet, macht aber nichts. Im Moment muss ich dazu sagen, mit 154.000, wir können es mal wieder. Wir haben nämlich ausgebildet eine Hexenarmee oder beziehungsweise eigentlich ein Go-Vivi. Natürlich mit relativ wenig Besatz. Ich habe dafür einfach die Bola mit im Gepäck genommen und gucke mal einfach, was mit der Truppe geht. Tausche dann sicherlich noch die Clanburg-Truppen aus. Vielleicht werde ich ja noch angegriffen, denn man hat mich
war nicht abgefahren, aber es hat endlich mal jemand ein bisschen was bei mir geholt. So hatte ich heute den ganzen Tag das Schild, war auch ganz gut, weil ich überhaupt nicht spielen konnte. Ich hatte meinen letzten Angriff jetzt eben erst weggemacht und dann vor 2 Stunden 48 mal meinen ersten. Da seht ihr das, 19 Stunden dann nichts dazwischen gemacht. Und ich lasse die Queen eben mal regenerieren und würde sagen, dann machen wir schön unseren Angriff, machen wir einen schönen GoVV, mal zum Einspielen für das Event in den nächsten Tagen. Und ich würde sagen, bis gleich. Okay, Freunde, ich habe schon mal einen Gegner rausgesucht, dann dauert das nicht ganz so lange in der Folge. Ich habe irgendwo, kann ich meinen King kompensieren, indem ich mir ein paar Riesen in die Clanburg noch gepackt habe. Und dann lassen wir einfach mal die Golems hier laufen, packen unsere Riesen dazu raus, setzen mal jeweils 3 Hexen an die Kanten, Mauerbrecher hinterher, Queen, Cola, ich denke mal, hier kann man alles reinschicken und dann schauen wir mal, wo wir hier reinjumpen können. Ich denke mal, hier wäre ein ganz gutes Jump-Ziel. Die Magier auch noch mit reingepackt und ja, jetzt muss ich mich mal eben konzentrieren und mal eben so ein Wut hier werfen. Das sieht gut aus. Mal gucken, ob wir hier nicht auch noch so ein bisschen springen können. Dann würde ich sagen, diesen Inferno legen wir kurz mal still, hauen nochmal Wut auf die Bowler drauf, dass die hier ein bisschen flinker durch die Base gehen. Und dann lassen wir den Kampf hier mal auslaufen. Es sind ja noch ganz schön viele Hexen am Start. Was mir jetzt natürlich nicht zugute kam, ich hätte vielleicht hat auch den hinteren. Ich glaube, der Frost war ganz gut gesetzt auf den hinteren. Jetzt muss ich allerdings eben mal meine Queen zünden. Sonst ist die gleich auch zu schnell mit weg. Die geht sicherlich jetzt auch weggehen, aber ich habe oben noch relativ viele Hexen am Start. Habe das ganze Dunkle gekriegt, das heißt, ich habe in jedem Fall meinen Angriff hier wieder raus. Das ist ja auch nicht schlecht. Das heißt also, zumindest an den dunklen Kosten. Die anderen Kosten interessieren mich im Moment nicht. Ich will ja meinen King wieder leveln morgen Abend, wenn er denn fertig wird, und auch so ein bisschen was im Petto haben. Das heißt also, ich peile in jedem Fall die 200.000 an, dass ich das Lager einmal richtig voll mache. Jetzt produzieren die Skelette hier oben natürlich immer fleißig noch die Hexen natürlich immer noch fleißig Skelette weiter, aber kommen jetzt nicht mehr wirklich in die Base rein und werden sicherlich, entweder wird es gar keine Zeit mangeln oder sie werden halt auslaufen, weil das ist jetzt einfach so ein Spiel. Ja, das ist die unendliche Geschichte hier an diesem Angriff. Wer wird sich hier, denke ich mal, nicht tun. Dafür sind die 2 Hexen zu schwach, dass sie da oben eine 9er Mauer ist es, glaube ich, noch schneller fertig bekommen. Und die Skellies kommen nicht mehr durch. Also da steht ein X-Bogen, da steht ein Tesla. Und so lassen wir die 27 Sekunden hier mal auslaufen. Hier kommt nicht ein einziges Skelett, kommt da an den Feger dran. Aber die Hexe oben ist gleich durch die Mauer durch. Und dann wechselt unter Umständen der X-Bogen allerdings sein Ziel, aber 8 Sekunden, 7, 6, das wird nichts mehr. Und da ist noch eine Bombe gewesen, okay, also das ist dann, wie gesagt, eine unendliche Geschichte, aber 3400 Dunkles, 263.000 an Elixier, das ist in Ordnung, das ist gut für mich. Ich gucke mal, ob wie teuer die letzte Armee denn war. Ja, okay, 6000 Dunkles. Naja, haben wir etwas mehr als die Hälfte reingeholt. Dafür haben wir ein bisschen mehr Elex reingeholt. Und ich habe auch gleich die nächste Truppe am Start. Muss allerdings jetzt auf meine Queen warten. Und danach baue ich mir wieder diese Truppen hier, damit ich mein Dunkles noch vollkriege. Eine kleine Korrektur habe ich noch aus dem ersten Teil des Videos. Ich glaube, dass der erste aus unserem Clankrieg von Ketes Gruppe nicht Schmöli heißt, sondern er heißt Schmöll. So wie ich das jetzt richtig nachgelesen habe. Es gab 2 in den Clans. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der eine nicht doch mit I am Ende ist. Aber das Ding wird relativ spannend. Ich habe eben schon mal reingeguckt. Gute Angriffe auf beiden Seiten. Und das wird ein richtig schöner Clankrieg. Und ich hoffe, ich kann eine Folge davon machen. Das hängt ja ganz von euch ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in einer weiteren Folge. Wenn es denn wieder heißt, der Toto
Clashed.